Ja. Hey, yo, Leute, willkommen zu meinem Video. Und heute testen wir von Jolly Rancher die Gummies. Ich habe hier drei verschiedene Sorten da. Einmal die Original Fruits, dann die Original Fruits in Sauer und die Very Berry. Viel Spaß mit dem Video. Vielleicht kennt ihr Jolly Rancher eher als Hard Candy, also als Lutschbonbons. Jetzt habe ich immer die Fruchtgummis davon da, weil ich dachte mir, die musst du mal probieren. Geile amerikanische Süßigkeit. Deswegen probierst du es mal in Gummiform. Auch wenn ich ehrlich gesagt die Bonbons nicht so geil fand. Aber das ist so eine beliebte Marke in den USA, deswegen dachte ich, die musst du einfach probieren. Let's go. Fangen wir mal mit den Original Flavors an. Ganz normale Sachen. Wir probieren aus jedem dieser Gummi-Päckchen zwei Stück. Ich denke, das dürfte genügen, um einen Eindruck zu bekommen, wie sie sind. Und geben für jedes einzelne natürlich eine Sternbewertung von maximal 10 möglichen Sternen ab. Ich öffne einfach mal. Ganz normal hier eine extra Tüte verpackt. Man sieht schon, sehr schön bunt. Mal kurz die ganzen Geschmacksrichtungen. Hier ist immer Green Apple drin, Blue Raspberry, Cherry, Grape und Watermelon. Ich fange mal hier an mit Blue Raspberry. Ist ja meistens eine sehr gute Sorte. Do it! Ich probiere die jetzt mal. Man muss sagen, die kleben so ein bisschen an den Zähnen, also so ähnlich wie diese Schlümpfe aus Deutschland zum Beispiel. Nicht so krass wie die Schlümpfe. Ja, ein bisschen kleben die auch, ein bisschen härtere Konsistenz. Finde ich jetzt nicht so schlimm, aber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wie gesagt, ist okay. Ich probiere jetzt nochmal das Apple und dann sage ich was dazu. Also die Jolly Rancher Gummies Original Flavors. Ich muss sagen, sie schmecken nicht, wie man sich Gummibärchen in Deutschland vorstellt. Hä? Jetzt gerade dieses Apple war ganz abstrus. Blue Raspberry, okay. Aber lecker sind sie natürlich trotzdem. Also ich muss sagen, ich finde sie gut. Aber ich würde es trotzdem nicht jedem empfehlen. Gerade wenn man jetzt diese Gummies aus Deutschland kennt und sowas dann erwartet, da wird man hier enttäuscht. Man merkt wirklich, das ist ein amerikanisches Produkt, das ist immer ein bisschen ja, anders vom Geschmack her. Aber ich finde es gut, trotzdem kriegt es nicht mehr als 7 von 10 möglichen Sternen. Aber wie gesagt, lecker ist es trotzdem. Bevor wir zu den sauren kommen, die mich am meisten interessieren, machen wir vorher noch diese Very Berry. Und wenn ich die jetzt so sehe, denke ich an die Haribo Fruit Mania Berry. Weiß nicht warum, wahrscheinlich weil die Sorten hier ähnlich klingen. So ein Donker-Fan. Wir haben nicht einmal White Strawberry, Blue Raspberry, Blackberry, Black Cherry und Wildberry. Alles mit Doppel-R-Y am Ende. Wir probieren es. Probiere mal die beiden dunklen. Das sollten Blackberry und Black Cherry sein. Nein, doch. Ich weiß noch nicht, welches ist. Ich glaube, das ist Blackberry. Das probiere ich jetzt mal. Interessant. Aber leck. Dann jetzt vermutlich Black Cherry. Also jetzt nach dem Geschmack würde ich sagen, ich hatte die beiden richtigen. Black Cherry und Blackberry. Ja, was soll ich dazu sagen? Es schmeckt schon lecker. Und ich finde sie besser als gerade eben die Original Fruits. Man muss natürlich diese Berry-Sachen mögen. Ich bin jetzt kein Fan von Strawberry, Blackberry, Cherryberry, Cherryberry. Nicht so dumm. Halt, wenn die ganzen Berry-Sachen ist, dann brauchen wir es nicht probieren. Aber wenn man die mag, gut. Jetzt nur mal zu dem Haribo Fruit Mania. Ja, leichte Erinnerungen hat's. Aber wie gesagt, es sind halt amerikanische Süßigkeiten. Und die schmecken halt einfach anders. Trotzdem, ich finde sie wie gesagt besser als die gerade eben. Kriegen deshalb 8 von 10 möglichen Sternen. Überragend sind sie trotzdem nicht. Kommen wir zu den Jolly Rancher Gummies in Sour. Ich mag Sour ja sehr gerne. Deswegen könnten die jetzt geil sein. Die Geschmacksrichtungen sind, glaube ich, die gleichen wie bei den Original Flavors. Ich lese da trotzdem nochmal vor. Green Apple, Blue Raspberry, Cherry, Lemon und Watermelon. Lemon, glaube ich, war nicht dabei. Watermelon bin ich mir auch nicht sicher. Deswegen werde ich einfach mal die beiden Sorten jetzt auch hier draus probieren. Let's go. Die sind natürlich auch noch extra verpackt. Man sieht hier schon, die haben auch diesen typischen Zuckerrand, was eben so saure Süßigkeiten meistens haben. Übrigens, die Original Flavors haben doch Watermelon. Egal, wir bringen trotzdem jetzt hier auf die Sorte Watermelon. Also, ich habe Zitrone, Watermelon rausgeholt. Wie gesagt, Watermelon mag ich eigentlich nicht so gerne, aber wir probieren es ja trotzdem. Wir beginnen auch mal mit Watermelon. Ja. Um gerade meinen Gefühlsausbruch verständlich zu machen, das war nicht wegen dem Sauer, sondern wegen dem Geschmack der Wassermelone. Holy, hat das... Also, ich glaube, ich hatte gerade eine Wassermelone vor mir, die ein bisschen sauer war. Holy, hat das krass nach Wassermelone geschmeckt. Das war wirklich krass. Ich probiere jetzt nochmal Zitrone. Auch Zitrone. Ich finde, die schmecken richtig nach ihren Früchten. Boah, geil. Also wirklich, als hätte sie diese Frucht da.
Saue sind sie jetzt nicht wirklich. Also, das ist eine absolute Frechheit. Saue finde ich was anderes. Sie haben so ganz leichte Säure. Ganz leicht, also fast gar nicht. Aber ich finde, es schmeckt intensiv nach den Früchten. Also wirklich, als hättest du diese Früchte hier und würdest da reinbeißen, hast du ein bisschen süßer gemacht. Ansonsten original die Früchte. Das ist krass. Ich muss sagen, trotz dessen, dass sie nicht sauer sind, ist es die beste Sorte. Weil wie gesagt, ich bin auch wirklich geflasht, wie es nach diesen Früchten einfach schmeckt. Kick von mir, deshalb 8 von 10 Sternen. Wie gesagt, es gibt trotzdem natürlich viel, viel bessere Süßigkeiten. Aber die mal getestet zu haben, war auf gar keinen Fall ein Fehler. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das ganz gefallen hat. Wenn den ganzen war, dann wie gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.